Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crandy. Let's Plash Crash. Was? Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Dankeschön. So. Letzte Stage, Stage 5. Im letzten Part habe ich Nightfight perfekt gerissen, blind, ohne zu sterben. Geil. Jetzt haben wir 43 Leben, das ist cool. Machen wir Pack Attack. Kann ja nur gut sein, Pack Attack, ne? Das klingt gar nicht schlimm. Invert your flight controls. God damn it! Schon wieder Flight Controls. Du willst mich doch verarschen. Eben war das kleine, harmlose, ja, ist lustig Level und jetzt kommt die Hardcore-Scheiße dazu. Ich habe mich schon gewundert, warum es so einfach war. Immerhin kein Special Gem. Warum ist da der Eisenblock? Frage ich mich. Was soll der Block hier? Hm, vielleicht damit man üben kann? Könnte ich eigentlich durch, wenn die wieder aufgehen, ne? Ja, mach ich auch. Okay. Oh, wunderbar. Jetzt ist ja auch alles schon am Brennen. Warte mal, da ist doch was, oder? Ne, ist nichts. Oh ja, und dann Kabel, die random umherwuseln. Oh, geil. Oh ja, da geht aber doch richtig das Herz auf, ne? Wie viel haben wir? 45 Kisten. Okay. Das ist ungefähr so viel wie eben. Ich glaube, ein paar mehr. Oder sogar eine weniger? Okay, okay. Ich hab jetzt ein Trauma. Invert your flight controls ist mein Trauma. Wie wär's, wenn das hier noch bei Nacht wäre? Damit man noch einen Zeitdruck hat bei dem Quatsch. Oh, ich kann die Kabel nicht... Ja, wenn ich sie berühre, bin ich tot. Ich kann die Kabel nicht einschätzen, Leute. Wortwörtlich blind. Ja, eben, genau, das auch noch. Gib mir das recht. Exakt. Weil ich wirklich blind war. Ja, obwohl, ihr habt weniger gesehen als ich. Definitiv, weil mein Bildschirm ist halt recht hell. Und da bin ich auch sehr froh drum, das ist sehr angenehm. Allerdings, wenn es dann hieß bei Dark Souls so, ja, bis das Symbol nicht mehr zu sehen ist und ich es nach ganz links geschoben habe, den Regler, um das Symbol nicht mehr zu sehen und ich habe es immer noch gesehen, als wäre es taghell. Ich mir dann auch gedacht so, ja, Baby... Machen wir es doch besser mittig, damit die Leute auf YouTube was sehen, weil ich sehe da so oder so alles. Oh, das war knapp. Denk dran, wieder schön Äpfel sammeln. Sehr gut, da sind wir jetzt nämlich mit dem Leben wieder an der Stelle hier fein raus. Hey, die haben auch ein Muster, ne? Aber das Muster ist absolut erratic. So kommt es einem zumindest erstmal vor. Ist schwer zu durchschauen, meiner Meinung nach. Macht euch wieder in der Mitte ein, jawohl. Das Ding ist übrigens auch tödlich. Und du bist ein Assi. Ist verdient. Läuft. Schwierig einzuschätzen, Leute. Ihr glaubt das nicht, wie schwer es ist, hier die Entfernung einzuschätzen teilweise. Weil die Kamera macht es einem nicht unbedingt einfacher. Oh ja, schön. Und jetzt ab durch die Mitte. Zum Glück ist die newtonische Bewegung nicht so dabei. Okay. Da gönne ich mir sogar mal, dass die sich da... Oh, oh, oh. Oh, schön. Checkpoint. Das war nicht, was ich wollte. Die Steuerung, ne? Die ist nicht... Die ist gewöhnungsbedürftig, Leute. Die wird beim nächsten Teil besser für den Kram hier. Die wird beim nächsten Teil viel besser. Oh, jetzt gönnen sie sich hier zu zweit ein. Aber ja, durch die Schwierigkeit der Steuerung ist das Level einfacher. Nicht unbedingt fairer, aber einfacher. Bam! Warum würdest du so etwas bauen, auf eine Weise, dass deine Leute dabei sterben müssen und so, damit das weitergeht? Das ist, ja gut, Cortex, ne? Dann ist das scheißegal. Da oben ist noch eine Kiste. Ich darf sicher auch die Wände hier nicht berühren. Ganz bestimmt sogar. Oh Gott, und dann überall Nitro. Da geht's nächste Tor auf. Oh Gott. Okay, die sind hinter dir. Ja, aber ich dachte es mir. Hinter dir heißt nicht weit hinter dir. Und jetzt Nitro-Kreuz. Mmh.
Wehe, ihr Scheißdinger springt, ne? Wehe. Na komm, na komm, na komm. Oh Gott. Vollste Konzentration, Leute. Ich will das hier nicht öfter machen, als ich muss. Oh ja, jetzt Kabel und Minen, ne? Jawoll. Hauptsache nicht Hardcore. Scheiße. Ich bin voll reingeflogen. Ach, die Kiste. Ja, die habe ich zum Glück noch gehabt. Ich hoffe, das sind so viele Nitro-Kisten, dass die hier das Problem sind. Oh, und dann wieder er hier, ne? Geht in die Mitte, ihr blöden Dinger. Okay, passt. Passt. Okay, den Kristall brauche ich eh nicht mehr. Das hier macht mich fertig, ey. Einfach durch. Einfach durch. So, ich hoffe, es waren jetzt so asozial viele Nitro-Kisten. Wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe, schrei ich. Ich habe zwei Kisten übersehen, Leute. Wie das denn? Wo denn? Oh Mann, jetzt muss ich es nochmal machen. Wo habe ich denn zwei Kisten übersehen? Anscheinend habe ich mehr übersehen, Gimli. Wo denn? Danke, aber das war ein bisschen ärgerlich, weil ich immer noch... Weil mir immer noch zwei Kisten fehlen. Und wir durch den Quatsch nochmal durch müssen, der einfach ultra langwierig ist, weil ich so vorsichtig manövrieren muss, weil ich nicht fit bin mit dieser Steuerung. Selbst wenn, würde ich das vorsichtig machen. Und uns fehlt nicht mehr viel, Leute. Uns fehlt nicht mehr viel. Uns fehlen noch genau 8 Gems und ein Kristall. Und hier sind schon mal 2 davon. Also es ist bald getan. Machen wir Neocortex platt, komm. Weil der kommt auf jeden Fall danach. Wir können so nicht mehr weg, wenn wir das hier haben. Aber Special Ende kann man ja jederzeit, glaube ich, danach machen. All of the Color Gems, das haben wir. Das ist cool. Spaced out. Ja gut, ist klar, dass es jetzt spaciger wird, weil wir immer mehr in die Richtung seiner Space Station im Grunde dann kommen. Um ihm die Kristalle zu bringen. Warte mal, das ist das eine Mal, wo hier eine Kiste ist, ne? Ne, okay. Vielleicht hinter Rohren oder am Boden verteilt. Ja, das ist halt echt scheiße, ne? Okay. Ja, das wusste ich, dass es mein Tod ist. Danke. Ich wollte eigentlich auf die blöde Plattform draufspringen. Weil obendrauf ist sie grün. Das heißt, sie sollte safe sein. Ahaha. Jetzt kommt so ein Spaß. Und wetten, dass ich, wenn ich jetzt den Rand berühre... Ne, okay. Cool. Ich dachte, ich wäre nämlich auch schon tot. Aber deshalb ist er wahrscheinlich abgerundet. Okay. Da ist schon mal ein Gem-Path. Den machen wir auch direkt. Ich meine, wir sind gut dabei, ne? Wir sind gut dabei. 42 Leben. Ich hätte gern jetzt so 70, 75. Ja, das hier gefällt mir. Und das war klar. Das war meine Schuld. Wir haben noch keinen Checkpoint, ey. Oh, fun. Aber das Leben kriegen wir schnell wieder, das wir gerade verloren haben. Okay. Sogar sehr schnell. Sehr schön. Aber euch ist keine Kiste aufgefallen. Keine zwei Kisten, die ich übersehen haben könnte. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Ich meine, ihr seht ja auch nicht mehr als ich im Endeffekt, ne? Ja, machen wir. Warten wir mal ab. Ah. Das ist fies. Das ist gemein. Scheiße. Und ich habe noch drüber nachgedacht, ne? Ich habe noch drüber nachgedacht. Das hier ist wieder so ein Sausack-Timing-Level, ne? Die mag ich nicht. Die mag ich nicht.
Aber ich meine, immerhin noch ein unnötiges Leben eingesammelt und verloren. Gem Paths sind scheiße. Na gut, ich meine, die sind ja mit Absicht schwer, ne? Weil da hast du eh schon drüber weiß bestellt, dass du was kannst. Dann kannst du jetzt auch richtig einen auf die Schnauze bekommen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Was ist das für ein Timing? Was ist das denn für ein Timing? Alter, was ist das für ein Timing, ey? Und das war meine Schuld. Ich wollte nicht mehr warten. Ich werde ungeduldig bei so einem Blödsinn jetzt. So. Mal direkt ein bisschen schneller und dann geht das auch. Aber was sind das denn für Timings wieder, ey? Und dann in dem Teil hier, wo sie die Timings eigentlich verkorkst haben, ne? Wo du in richtige Probleme kommen kannst, wenn du auf die Timings warten musst. Weshalb ich eigentlich immer versucht habe, einen Weg zu finden, bei dem ich nicht auf Timings warten muss, sondern einfach durchrennen kann im Endeffekt. Bis gleich, Gimli. Das ist richtig gemein. Und wieder sehr Trial and Error. Ah. So bewahren wir uns die Leben nicht. Warum mache ich sowas? Warum? Aber ich will versuchen, da schneller durchzukommen. Das kann doch nicht sein, dass man da erstmal 2,5 Stunden warten muss, dass dieses blöde Vieh endlich mal ein ordentliches Rhythmus reinbringt. Das finde ich nämlich auch ultra anstrengend, ehrlich gesagt. Ständig aufs perfekte Timing zu warten, am Ende ist zu versacken, weil man mittlerweile einschläft. I don't know. Ja, den hätte ich geschafft. Den ersten muss man mitnehmen, Leute. Weil jetzt sind die Timings am Arsch. Jetzt ist es vorbei. Okay, Timings muss man mitnehmen, wie gesagt. Beziehungsweise die Timings muss man mitnehmen. Ja, das muss man mitnehmen. What? Und das hier ist echt ein Gem-Path, der über alle Gems geht, Leute. Über alle Gems. Ohne Checkpoint. Ohne fucking Checkpoint. Ich glaube es nicht. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich überlege gerade, wie wir das besser hinkriegen können, aber ich habe echt keinen Plan. Ich meine, das Timing hier ist ja auch mehr als awkward. Ja, so viel dazu. Ich muss hier echt stundenlang warten. Ist das so gedacht? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das so gedacht ist. Dass ich einfach stundenlang warten muss. Was ist das denn für ein Gameplay-Erlebnis? Natürlich gönnte der mir noch einen. Natürlich. Wer braucht auch schon diese scheiß Maske? Ich meine, hier kann ich sie eh gerade nicht brauchen, wirklich. Weil wäre das bei einem anderen passiert, beim anderen Vieh wäre es weg und dann würde ich einfach runterfallen hier oben. Oh, und das Gemeine ist, ey, man kriegt auch nur so wenig Leben. Wenn man es kann, sind es viele Leben. Wenn man es nicht kann, so wie ich, dann sind es sau wenig Leben. Den hätte ich schaffen können, den ersten auf einmal jetzt. Das glaubst du doch nicht. Das geht schon wieder nicht. Den hätte ich schaffen können.
Ja. Ich hasse diese Timings, WB Gimli. Ich hasse diese Timings, das ist einfach nur Bullshit, Leute. Könnt ihr mir nicht anders sagen, das ist einfach nur Bullshit. Ich kann nicht weiterlaufen, Gimli. Achso, du meinst Gem? Nee. Nee, ich mach den scheiß Gem-Path jetzt. Das sehe ich nicht ein. Den muss ich eh machen, also warum soll ich ihn jetzt machen? Macht doch überhaupt gar keinen Unterschied. Welchen Benefit davon habe ich, wenn ich das Level halt durchspiele und dann nochmal machen muss? Gar keinen. Ich werde sowieso nochmal machen müssen, wegen den blöden Kisten, also... Kann ich auch gleich das Übel hinter mich bringen und hoffen, dass ich wieder hier unten lande, um noch alle Kisten direkt gleich mitmachen zu können. Denn wenn ich diesen Gem-Path mehrmals machen muss, dann bringe ich Leute um. Dann muss die Menschheit ausgedünnt werden, fürchte ich. Den schaffe ich wieder nicht. Da war wieder Awkward Timing. Den schaffe ich. Passt. Okay, und das muss man in einem Rutsch schaffen, Leute, ne? In einem Rutsch. Ich habe keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, ich reagiere einfach. Blöden Viecher, ey. Gelber Gem, das ist der dritte von fünf, by the way. Awkward Timings, awesome. Am besten direkt durch, das ist die beste Wahl, die ihr hier habt. Direkt durch, das ist der vierte von fünf. Immerhin habe ich jetzt eine Maske. Ach du, ihr seid jetzt wieder. Na, geht doch. Der Sprung ist einfach das Wichtigste im ganzen Spiel, Leute. Und das ist der letzte Gem. Okay, man kommt nur durch. Gut, ich brauche ihn nicht für alle Kisten. Das ist gut zu wissen. Das weiß ich jetzt. Ich bin durchgekommen. Hab sogar noch ein paar Leben gewonnen, glaube ich. Und jetzt laufen wir das Level normal durch und versuchen, alle Kisten zu bekommen. Hm. Aber stimmt, da war nicht eine Kiste. Die Leben hingen einfach so in der Luft rum. Allerdings, wenn man den Scheiß hier kann... Und die Timings eigentlich zu sehr auf den Sack gehen, ist das eine super Farmstation für Leben. Weil da gab es jetzt mindestens 15 Leben oder sowas insgesamt. Guck, wir haben 53. Wir haben richtig Leben gewonnen hier. Sehr schön. Okay. Und da ich noch nicht abgeschlossen habe, das Level, ist auch Cortex noch nicht da und nervt mich. Jetzt holen wir uns den letzten Gem. Und dann machen wir Cortex kaputt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber wird schon. Also das war eine fiese Area, aber die letzten zwei, drei gingen jetzt. Die waren machbar. Das erste Paar, diese Timings, Leute. Und vor allem, wo sie wirklich die Timings hier versaut haben. Also wenn man hier zu lange wartet, dann werden die Timings immer mehr odd und es wird immer nur schlimmer. Es wird immer nur schlimmer von den Timings her und man kommt auf keinen grünen Zweig mehr, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn nur ein Timing involved ist, dann ist okay. Wenn es mehrere sind, keine Chance. Wenn du drei, vier Sachen gleichzeitig timen musst, dann hast du verkackt. Wenn du zu lang wartest oder wenn du das erste Timing nicht mitnimmst. Aber hey, der Kram sollte hier jetzt viel einfacher werden. Die Viecher töten mich wahrscheinlich. Wenn ich zu langsam bin. Oder wenn ich hochspringe, während sie runterkommen. Das hier war unnötig. Kann man dich auch erledigen, Vieh? Ja, so kann man das. Wie gesagt, ich wette, ich darf sie nur nicht treffen, wenn sie runterkommen. Ja, und ihre Lieblings-Nitro-Kramse. Mal wieder. Das war... Da habe ich nicht mehr reagieren können. Oh ja, geil. Du wieder. Scheiß Penner, ey! So ein Penner! So ein dreckiger Penner. Immerhin gibt es hier keine Death-Plattform. Komm zurück. Wenn ich Nitro-Kiste loswerden kann, bin ich glücklich. Draufspringen ist mit Nitro in der Dings immer am besten. Penner.
Ja, und jetzt beide Nidrokisten hochspringen, ne? Dann kriege ich was an mich. Oh, und das können sie ja. Das haben sie ja schon gezeigt, dass sie da gerne mal Bock drauf haben. Dann. Das ist jetzt irgendeine komische Kombination, oder? Nee, es ist eine einfache Kombi, okay. Dich nehme ich dann nach. Dankeschön. Ist so geil, wie er immer auf die Fresse fliegt. Oh, very nice. Da habe ich einige Mangofrüchtchen versaut. Da habe ich mein Leben versaut. Hey, aber es geht voran, Leute. Ich bin glücklich. Es geht voran. Ah, stimmt. Den Sprung darf man dabei nicht einsetzen. Ist okay. Habe ich mir gemerkt. Aber ich finde es eigentlich ein cooles Feature, dass man hier keine Leben verliert. Das hätten sie auch nicht unbedingt machen müssen, aber es ist echt schön. Vor allem, wenn man in diesen Areas, hier in diesen Bonus-Areas, ganz gut üben kann. Wow, und da ausgerechnet, da springt dieses Miststück hoch, ey. Ich hasse Nitrokisten, die sind so drecklige Viecher, ey. Die sind so dreckig, das gibt's nicht. Aber hier kann man gut die Skills üben, die man dann für die nächsten Level braucht oder für andere Bonus-Level oder allgemein oder so. Und das ist ziemlich cool. I hate them, I hate them, I hate them, I hate them. Kann ich unten durchspringen? Maybe. Bei dem anderen musste ich das ja auch. Vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Ja, maybe. Ja, kann ich. Okay, warum mache ich es mir schwer, wenn ich es mir auch einfach machen kann? Ich hoffe, das geht irgendwie noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht jetzt nicht mehr. Doch, geht. Okay, alles gut, alles gut. Bedenken unbegründet. Oh, und jetzt wieder meine Lieblingsaktion in Bonus-Levels. Okay. Puh. Und der Rest sind Nitrokisten. Okay. Läuft. Seit wann leben Kisten? Ja, Nitro lebt. Siehst du ja. Die springen, die kleinen, dreckigen Mistviecher. Einfach nur, weil sie dich abfacken wollen. Deswegen springen die. Einfach nur deshalb. Und dann, also ich höre immer so ein Lachen, wenn so ein kleines Kichern, wenn die hochspringen und mich töten. So. Hast gedacht, ne? Okay, das war gut. Das ist ziemlich kacke, aber das kann ich nicht überspringen. Da haben sie genau getimed und da bin ich dumm gewesen. Okay, cool. Ist cool. Aber hier ist schon klar, warum man die Maske bekommt. What? Und ich hab's trotzdem abbekommen? Du willst mich doch verarschen, ey. Ich meine, den Tod hatte ich verdient, weil da war ich einfach nur hektisch. Aber das andere... Okay, läuft. Das ist scheiße. Das war cool. Das hier wird mich wieder töten. Ja. Keine Chance. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Der Strahl, der da von oben kommt, der ist einfach zu asozial. Ich lasse das Vieh einfach in Ruhe. Das geht. Läuft. Okay, so kann man es schaffen. Wusste ich doch. Ich würde ihn am liebsten überspringen, den, ne? Damit wir noch nicht den Boss machen müssen, aber ist okay. Da waren die Nitros. 60 von 60, Leute. Läuft. Level abgeschlossen. 100%. I hate my life. Dieses kleine Miststück, das der Typ ist, ne? Dieses kleine Miststück. Und das, wenn du da auf die Plattform kommst, bist du tot. Da wirst du geschrumpfstrahlt und bist einfach weg. Und den musst du perfekt können, den Sprung. Boah, wie assi, ey. Okay, passt. Passt. Man sollte halt das Level nicht schon loben, bevor man durch ist. So, wegen dem Penner da, ey. Arsch. Oh, das ist fies. Das kriegen wir auch hin. Einfach drunter durchspringen. So. Haha.
Okay. Perfekt abgeschlossen. Wir haben über 50 Leben. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Puh. Immerhin dann. Ich brauche mal einen kleinen Schluck Wasser. Sorry. So, mal gucken, was Neo uns sagt. Unser Mr. Gehirn. Vor allem Neokortex. Ne, ihr wisst ja, welcher Teil des Gehirns es ist, hoffe ich. Der Typ ist einfach super. Genauso wie Engine, ne? Engine. Auch geil. Ich finde diese Puns einfach super. Yay! Danke, Ghibli. Wie gesagt, sollte bei irgendjemandem twitchig funktionieren, schaut mal auf Smashcast rein. Gib mir mal die Box. Yes! My plan is nearly complete. And I have you, Crash Bandicoot, to thank for it. Engine, what's happening? What's that? Is she stealing our signal? Crash, Cortex isn't gonna use the crystals to contain the planet's energy. He's gonna harness the force and use it to power the super cortex vortex he's built on his space station. One blast and the ray will cover the entire world, turning everyone into Cortex's mindless slaves. Crash, don't lose those crystals! Engine, you fool! She's telling him everything! Oh, yes. We're back now. Pardon the, interruption. Crash, bring me crystals! So was? Er will das nicht nutzen, um der Welt zu helfen? Oh, wir müssen das gar nicht machen. Ah, ich kam aber in kein Level mehr hier, okay. Also wir müssen den Boss jetzt besiegen. Das heißt, wir sehen einmal das, Ende 1 und dann das alternative Ende hoffentlich ein bisschen später. In 10%. Das ist nicht mehr so viel. Gucken wir mal, wie der ist. Hoffentlich nicht zu arsch. Damage his jetpack to keep him from escaping. Okay, also Jetpack. Hoffentlich bin ich im Jetpack, oder? Wir sind beide in einem Jetpack. Und dann muss ich mit der Awkward-Steuerung umgehen. Oh, geil. Yeah. Oh ja, geil. Ja. Awesome. Before he escapes to the space station. Wie denn? Wie soll ich ihn denn aufhalten? Okay. Warum ist er jetzt meilenweit weg? Ich wünschte, ich hätte eine Mine getroffen mit ihm. Okay, aber das ist ein cooler Bosskampf, weil er macht ja nichts. Außer, dass er jetzt... Dass ich in eine Mine fliege und überlebe, komischerweise. Weiß der Teufel warum. Schön, dass er langsamer ist. Ah, den hätte ich ja fast erwischt, den kleinen Penner. Dann. Haha, und ich habe... To run faster, hold down button while running. Ich kann jetzt schneller rennen? You haven't seen the last of me. Okay, das war mal ein super easy Boss. Das war lustig und ich habe jetzt kann jetzt rennen? Das heißt, für Time Attack ist das jetzt super, ne? Also in der Theorie. Denn wir werden das ganz bestimmt nicht machen. Crash, what do you suppose happened to Cortex? And what about the Cortex Vortex? Wir werden von der Krabbe entführt. Voll geil. Ja, wir haben das Ding einfach da stehen lassen, oder was? Wir müssen unbedingt die Kristalle sammeln. Wir müssen unbedingt die Kristalle sammeln. Unbedingt. Werden wir jetzt sofort tun. Ich hoffe mal, das geht überhaupt noch. Ich denke schon, oder? Ging immer bei Crash. Okay, jetzt brauche ich aber eure Hilfe, weil es sind immer viele. Ach, bei Piston Away haben wir ja noch nicht alles, ne? Okay, wir speichern mal. Das waren 3%. Wir brauchen nur noch 7%. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und dann können wir schon den dritten Teil anfangen, wo ich sehr verbunden wäre, wenn wir das schon könnten. Pack Attack, alle Kisten.
Erstmal, welchen Button? Aha, damit... Wenn ich echt am Digipad runterhalte, dann kann ich schneller laufen. Das ist irgendwie bescheuert. Das ist ultra mega awkward, vor allem weil ich da nicht springen kann. Okay. Also, kann irgendjemand nachschauen, was brauchen wir für alle Kisten bei Digging It und was brauchen wir bei Cold Hard Cash, Crash? Und dann fehlt nicht mehr viel. Wenn wir die zwei haben, das sind die schwierigsten, glaube ich. Irgendjemand? Okay, wir haben den Part voll. Ich hoffe, euch hat der Endboss gefallen. Der war ein bisschen lame, aber der nächste wird auf jeden Fall besser im dritten Teil. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder das Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Weil dann sammeln wir den Rest noch und schauen uns die Cutscene an, das Ende. Und dann mal schauen. Ne? Bis dann, Leute. Tschüss.